Freunde, heute am Kreuzberg mit drei Autos. Links haben wir einen Traxas, gell? In der Mitte haben wir einen Amewi AMX. Das ist eigentlich der Clown, der Grüne ist eigentlich der Clown vom Roten. Ne? Und die zwei lassen wir heute mal aufeinander los. Ne? Wollen wir mal schauen, ob es da wirklich einen Unterschied gibt. Und da haben wir jetzt einen, der sich gerade bewegt hat, der FMS, gell? FCX 10 K5 Blazer. Okay. Und somit fahren wir einfach los, gell? Also viel Spaß, Jungs. Packt was, ne? Ob in die Bamba. Ein Mann jetzt da. Oh, 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 das ist jetzt gefährlich. Darum. Ja, du kannst schon rauffahren, aber. Die fahren wir unten hin, oder? Nämlich da, genau. Wo geh ich hin? Ja, nein, du willst da auf, du willst uns sagen, wo Sache ist. Du willst mir sagen, wo der Hammer hängt, Freund. So schaut's nämlich aus. Nein, nein, die Raffen sind schon top, da brauchst du keine Angst haben. Da auf, nix. Ich denke, du willst da gleich durch, Affi. Ich denke, schau, jetzt strauchelt er nichts. Ups. Was hast du denn um die Brot rein, oder? Die Hyrax. Die Hyrax. Ja, jetzt gehört, dass es mehrere Versionen gibt, aber... Hatte viel weiter rechts darfst du nicht mehr um, gell? Ja, ja, genau den habe ich gemacht. Warte, ich werde dir wieder reichen. Aber bis dato hast du uns schon mal anbrennt, möchte ich sagen, ne? Nein, jetzt denke ich da auf der Uhr. Aber mit so viel Gefühl, ha? Hör du mal. Ja.
Okay. Okay, danke. Dankeschön. Ja, ist, was das sehen, tue ich halt auch nichts, der Rotenwald umeinander fahren da oben. Da gibt es doch einen Ast drauf. Ich muss auch machen, aufsteigen, es hilft nichts. Das ist wichtig, oder? Ist, ja, eben. Eben. Sonst war ich wahrscheinlich eh schon angewiesen. Jetzt darfst du halt nicht übergallisch werden, gell? Also, wo hat er sich da verhagelt, das Luder? So, da bleibe ich jetzt stehen. Weil ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ein bisschen zu wenig Licht. Siehst du, der geht da vorne immer auf die Seiten. Probier's einfach nur einmal, dass du vorne die Radl schwerer machst. Hast du irgendwas rein, da bei die Räder? Nein, nur die Einlage. Nur die Einlage. Was hast du für Einlage drinnen? Da sind jetzt drinnen die blauen. Die Silikon? Ja. Gut, aber da hast du schon 80 Grad drinnen im Grunde genommen. 70. 80 haben sie nicht, 85. 70. Hui, hui, pass auf jetzt da. Den Jahr oder aus dem Hellblauen. Ja. Ich glaub, du gehst ihn nicht wiederholen, gell? Man, es ist schon eine harte Post da rauf, gell? Ich meine, da braucht man nicht reden, ich mein, von selber. Ich setze es auch um, siehst du das? Stehen Sie alle im Weg. Okay, auf geht's, Jungs. Und jetzt hat er sich genau aufgesetzt da hinten. Aha. Ich sitze da genau auf. Ah, der hat sich eingekagelt, oder sie gehabt, das Luder, hast du jetzt gehört, wie er geracht hat? Thank you.
Sagt's mir nicht, da geht der billigste Sieger hervor, da über auf, ha? Okay. Okay. Ist auf deine Fahrt. Ja, ich weiß. Boing. Okay. Mit deinen unfairen Tricks. Deine ist so viel Brader, oder? Haben wir letztens gehört. Der ist nichts Brader. Nee, was her, du nix blöd rein da. Ha! Das geht ja da auch. Ja. Danke für die Linie. Wenn die Linie kennt, geht's eh. Rechts, ja. Rechts vor der Wurzel verfallen. Dann zieht es nämlich nicht zu mir. Ja. Ja. Ich muss das nächste Mal 100 oder mehr zahlen. Glaube ich nicht. Also war es das erste Mal das Glück quasi, ne? Ah, bin schon um. Das macht man so, gell? Hast du das gesehen? Du kannst das Video kannst du dir anschauen dann. Warte, ich fahre außen, tu mir da und komm mit der Sau winken. Sehr gut. Das ist halt, dass er im richtigen Moment den richtigen Druck geben, gell? Das macht es halt schon aus.
von dir. Hey, das ist das Heimrecht. Also gut, dann kann ich dem Notfall laufen. Lass das. Die neue Funke für den habe ich auch schon, gell? Die Tompo R10er, die 10 Kanal. Ja, ich muss das. Ja, die 350er. Nur ich muss alles umstecken und umrichten. Einmal habe ich kurz drin gehabt zum Probieren, gell? Zum Fahren, also so feinfühlig wie der geht, gell? Wie meine Absimas, gell? Okay. Traumhaft, wirklich, also die machen wirklich richtig ordentlich Laune und Spaß. Ja, das steht bei meiner Rausen, aber du bist immer gefahren damit, die hat so eine lange Reaktion für. Ja, genau. Drum ist für mich, was der Traxas. Man sicher ein gutes Auto, aber elektronisch. Nein, danke. Sag ich mal, da jetzt, wenn du meinen hernimmst zum Traxas, ist meiner um 200 Euro billiger. Sperren vorne und hinten extra. Und den kompletten Lichtsatz dabei, ne? Was hat der gekostet? Der hat 385 Euro gekostet. Ohne Motor und Reifen, ne? Ha? Ohne Motor und Reifen. Wieso? Nein, alles, nur die komplette. Ja, nein, Motor und Reifen muss ja, da. Das habe ich umgerüstet, ja. Ja. Das habe ich umgerüstet, ne? Aber das machst. Weil der passt das sowieso aus, das ist ja völlig egal, ne? Was du drinnen hast, ne? Ich hab noch einen Platz, aber nicht, ist komplett spät, leider. Aber du bist ja jetzt komplett draußen dazugegangen zu den Starkraxler, gell? Ja, ich schau's mir mal an.
Ja, da ist ja kein Problem, überhaupt nicht. Da haben wir sowieso von Haus aus gesagt. Ne? Ja, abgesehen davon, wir haben ja. Die Pizza gratis dabei, weißt du? Ja. Da sind ein paar Kinder draußen, weißt du, da ist es einfacher, da darf man ja schon länger fahren. Ja. Freilich, ich meine, um Gottes Willen, weißt du, das war ja das Schlimmste überhaupt. Ne? Haben wir eh gesagt, wieso wir überhaupt gespaltenes Problem haben, was ja total unnötig ist. Nun muss ja nicht sein, sowas. Ne? Weil wir sind ja sowieso alles derselbe Haufen, bis auf ein paar Blutzer. Ne? Es ist halt draußen natürlich, Verein ist Verein und für die Kids sicher optimal. Ne? Ja, brauchen wir nicht rein. Sowieso ist rausgefahren zu den Schwiegereltern. Ja, auf dem Weg auch noch. Ne? Weg, ja, überhaupt keine Frage. Samstag zum Beispiel mit draußen dabei, dann machen wir das vorbei. Ja, also, eben. Also da oben, wenn ich herschaffen, würde ich eher ein bisschen aufpassen, vorsichtig sein, gell? Das geht schon. Ja, einmal geht schon, klar, ja, einmal. Da oben, ja, da. Ja, genau, da oben, ja, ja. Ja, ich mir auch. Jetzt ist er gegangen. Na, deiner sitzt voll eins auf. Gute Arbeit, gute Arbeit. Perfekt. Hey, kannst Reifen wechseln. Ja. Schon ein bisschen Spindel, gell? Ha, ja. Ich habe jetzt erst überlegt, ob ich mein Ding ausziehen soll, aber ja, es ist nicht gescheit, gell? Es ist nicht gescheit. Ja. So ist es. Short. Hey, wie viel Weißt du, weil ich das letzte Mal da raufgefahren bin, war das alles blank, gell? Da war kein Laub da. Da war das einfach. Oh Mann, das ist. Brauchen wir halt nichts rein. Der Brolein ist halt der Hammer, da hilft halt nichts, gell? Du musst halt echt immer oben bleiben. Oben bleiben geht sich nicht mehr aus. Kannst schon aufhören. Oben bleiben. Jetzt herziehen. Oh jawohl. Jawohl. Ja, sehr kopflastig anscheinend.
zieh noch ein bisschen links rum. Links noch? Ja, zieh links rum noch. Oh jawohl, jawohl. Ah, was habe ich jetzt gemacht erst? Ich meine, jetzt so Schmäh ohne gravierenden Unterschied könnte ich keinen feststellen zwischen den zwei. Ja, gell? Ja, das kenne ich. Ja. Das ist ja mäßig. Der eine dort und oder da, wie es halt gerade erwischt, nicht? Aber grundsätzlich könnte ich nicht sagen, dass da zwischen den zwei Autos ein Unterschied ist. Gell? Das ist ja ein Stange, kann man vielleicht noch mal offenfahren. Ah, okay. Muss man jetzt sagen, was du kriegst. Dafür. Ja, das werden wir schon. Das werden wir schon hinkriegen. Was hast du machen? Hast du Drehbank aus? Nein, ich mache das alles händisch. Mit der Fallen. Ja, genau, richtig. Okay. Ja, sehr. Ja, weißt du, wegen sowas gehe ich mir keine Drehbank kaufen, gell? Ach ja, du fährst da rüber, aber ich kann rüber. Ah, dort vor, dort. Ui, aufpassen. Gut, aber? Na, dort fahren wir zuerst einmal rauf. Damit du da mal weißt. Ja, wenn sie jetzt denken, wir gehen da vorbei, da steht ein Auto umeinander. Ich hätte nicht. So, das ist jetzt die Runde vom Garten, das sieht man so lang. Nein, da müssen die großen Buben aber auch zuschauen gehen. Ah, die großen Buben hast du jetzt. Aha, okay. Hui. Hui. Die Differentialsperre, oder? Er hat eh. Von den drin. Gut, das hat er jetzt gerade noch so gerettet. Ah! Ich hab mir gedacht, ich fahre nicht weg. Ich fahre nicht weg, weil wer weiß, wie groß das gut ist. Ja, das ist lustig, ja. Das ist lustig, ja. Das war jetzt nur zum Aufwärmen da. Und runter ist schwieriger als rauf, ne? Auf alle Fälle. Wenn rauf passt, glaube ich, rauf hat er kein Problem, ne? Oha! Nie fahren, wenn man nicht schaut, gell? Genau. Das ist jetzt die Übungsstrecke. Und wo geht's dann weiter? Das ist ein Pass. Wir fahren jetzt nachher da rauf drüben. Das ist noch die. Die 12er Strecken. Okay. Und am Handy hast du da eine Kamera, wo du zuschauen kannst, oder? Ah, mit der tue ich filmen. Ah, alles klar. Aber dein Gesicht kommt mir so bekannt vor. Wirklich? Echt? ORF? Ja, Ex. Ex? Ja, der Herr Zeisberger, gell? Sehr gut. Ja. Und die Frau Zeisberger, genau. Ah, genau, weil du bist ja schon länger weg, gell? Genau, 93. Ah, okay. Ja, das hat so zugefallen. Ja. Aber da, mit dem Pauli habe ich eh schon das Verhältnis gehabt einmal da, ne? Der war ja bei mir in der Au unten. Ja. Ah, der hat ja auch ein Video gemacht, einen Beitrag, zum Wetterbeitrag hat er gemacht. Ja, den habe ich sogar gesehen, ja. Mit den Gelände, haben wir sogar haben beide gesehen. Ja. Ja. Und jetzt ja. Sehen wir euch da, jetzt habt ihr uns live drauf. Ja, ich kann euch live sehen. Das wer macht denn die Mauer für euch, Jungs? Ja, das kann ich. Ja, okay, ihr müsst konzentriert sein. Ja, das müssen wir jetzt wirklich brauchen, ja. Schönen Tag noch, grüß euch. Oh!
Siehst du, so wäre es nämlich, gell? So musst du aufhören, so gut. So weit waren wir schon mal, ne? Jawohl, der ist schon um. Das steht schon um. Geht eh. Du tust jetzt dann leichter. Jetzt hat er noch schon angekabelt. Jetzt wird es dann nachher nirgendwo gehen. Also musst du oben bleiben. Siehst du, und da sind jetzt deine Kinder. Da sind jetzt deine Kinder. Brotlein besser. Nein, jetzt da habe ich den originalen Brotlein. Aber da ist die Härteren, gell? Da die Hyrax. Ich weiß nicht, ob die Härteren. Ich hab die Härteren. Ich habe einfach bestellt, weil ich nicht gewusst habe, dass es Unterschiede gibt. Ich habe einfach Hyrax. Es gibt die SS und die G8. Glaub, das sind die G8. Ha? Das sind die G8. Ja, und weiter der SS ist der Wachere. Ne? Ja. Du musst nach oben bleiben jetzt, gell? Ich habe gelesen, dass der Hyrax gut ist und ich habe gekauft, aber ich habe nicht gewusst, dass es unterschiedliche gibt. Aber ich kann auch sagen, weil ich mir auf Amazon gekauft habe. Was denn, dass ich gekauft habe? Da kriegst du mittlerweile auf Amazon auch. Ich glaube, ich habe auf Amazon gekauft. Weil die Hyrax, die hast du ja auf Holt aus. Auf Amazon lange nicht gekriegt. Ja. Jetzt weiß ich nicht, das muss ich schauen, gell, wo ich da. Aber du bist jedenfalls einmal oben, gell? Gott sprach, es werde Licht, doch Christian fand den Schalter nicht und darum ist der Rote ohne Licht. Tagfahrlicht, Stromsparen. Tagfahrlicht, Stromsparen. So, okay. Dann machen wir jetzt aber die super geile Session, da zurück obi. Und jetzt wird es dann wirklich interessant. Ja genau, wo wir auf sind. Ich habe die 1.9er G8 drauf da rein. Ja, die G8, genau. Und dann gibt es noch die 1.9er Supersaft. Ah, das sind die SDs. Ja genau. Die kosten 33 Euro vom TNT-Fadel. So, ja, du musst immer schauen. Die brauchen einen Hyrax, kosten bei AliExpress 40 Euro. Ja. Aber wenn ich umgefahren muss zum DMT, ich meine, ist nicht weit, aber für 3 Euro kann man auskennen. Da wirst du halt umbleiben, wo's zum Umbleiben geht, gell? Das sage ich euch jetzt schon. Ihr seid hier auf der Wach? Ja, ich bin da. Ich hätte ihn ein bisschen gefragt.
irgendeine Sperre heraus oder beide drinnen? Hier wird es beide drinnen. Da, nein, da brauchst du ohne Sperre nicht hantieren. Ja, ich weiß nicht, das ist eine Frage, aber man ja. muss das später machen. Ich muss ja noch lernen. Ja, ist klar, ist klar. Jetzt kommt der Gai. Wir sind nämlich eigentlich noch da oben, ne? Ja, weiter oben, ja. Ja. Darum sag ich ja, das ist. Wenn ich so herdrehen mag, habe ich schon gewonnen. Ich bin jetzt zum Beispiel runter zu fahren. Das ist wie meiner noch fort. Ja. Gut, das ist aber eh nicht schlecht. Das ist, ja, aber das ist in dem Fall ist das nicht wirklich schlecht. Weil ich noch keinen, wenn das noch der Blastmotor, ne? Ich weiß nicht, da unteran will ich da nicht legen. Am besten ist einfach verkehrt runterfahren. Weil es ist ja egal, wie du runterkommst, du musst noch runterkommen. Ne? Ich bleib aber auch nicht oben. Nein, da bleibt keiner oben. Das ist so. Das geht auch nicht anders. Ja, schau. Ja, das hat sich besser als bei dir. Aber man, es ist halt natürlich auch so, umso öfter dass du auf und auf fährst, umso mehr wird der Krier so runtergeschoben. Ne? Ja. Umso. Alter, Sakrament! Ja, ich bin da unten. Aber es ist, nein, es ist, wie du runterkommst, es ist wurscht, außer du fliegst. Und das ist aber schon ein riesengroßes, hast du super gemacht. Super, ich sage, ich meine, die zwei, also da. Da brauchen wir nichts diskutieren. Gell? Ich glaube, jetzt haben wir es ausgeräumt, gell? Mhm. Ja. Die zwei Autos brauchen sie nichts voreinander versteigen. So, das ist ein Platz, was du nimmst. Also das war schon eine harte Nuss, gell? Mhm. Noch einmal. Ja, wie es wollt, mir ist wurscht. Geil ist es schon, gell? Ja, probieren wir es von einer anderen Perspektive aus. Ja, fahr da auch gleich, Christian. Steht ein bisschen im Weg, gell? Oh, die Wurzel! Brrr! Jawohl! Und wieder hat er sich, hat nichts verfangen, schon her mal. Jawohl, er hat ihn auch. So, okay. Und dann halt ich auch da mal, ne? Ah, da hat Luder da. Zu früh umgezogen. Er will nicht kugeln, gell? Er will nicht kugeln, ne? Haken hängt schon in der Luft. Das ist halt jetzt ein Geduldsspiel.
Ja, weißt du, wenn du vom direkten Kurs einmal weg bist, gell? Tut wieder dann. Tut wieder zurückgekommen. Das Fackel war aber nicht lang herum. Ja! Da gehe ich wieder auf Sendung gehen. Gefährlich. Ja, muss beim Stein vorbei dort. Ja, schau, jetzt wird es dann gefährlich. Ah, sehr gut. Oh, warte ein bisschen. Ja. Ah! Danke! Ich, weißt du, wenn ich einen Bronco sehe, gebe ich ihm automatisch mit Gas, weißt du? Darum ist er schon einmal, ohne dass ich es gemerkt habe, mitten in der Sulm drin gestanden, weil ich mit dem Jens mitgefahren bin. So. Okay. Wie wir aufgefahren sind. Druck einmal, Druck einmal. Du musst immer eins machen, vorher zurückfahren, bevor es eng wird, bevor es nicht mehr geht. Und wenn du dreimal zurückfährst, weißt du schon, weil da in dem Fall jedes Mal, wenn du zurückfährst, ziehst du den Arsch hinten ein bisschen runter. Mhm. Und damit kommst du vorne schon wieder leichter weiter. Ja, jetzt geht nachher, glaube ich, nicht mehr viel. Jetzt bleib voll eingeschlagen, kannst du hinten Sperre ausschalten. Ja. Schalt hinten aus die Sperre. Warte schon, weil dann schiebt er da hinten nicht mehr normal gerade an. Ja, und jetzt nur gerade lenken. Schaut die Sperre wieder ein. Ah, ist schon da, schau, er ist schon da. Er ist schon da. Weil wenn du nämlich schon früh genug anfängst, die zum Einrichten. Ne? Nein, das ist ja klar, am Laub, es hilft nichts, du musst den Weg immer vorher lesen. Und wenn du siehst, dass du ein Haufen Laub bist, dann musst du schon vorher dein Fahren dementsprechend anders einrichten. Ne? Siehst du, weil das ist nicht unbedingt einfach. Siehst du, da schon her, mal hast du gesehen? Ja. Gerade, dass ich ihn jetzt noch da gefangen habe. Hops. Ich meine, was geht halt dann mit jedem Mal leichter, weil du halt in Gries und das Laub oberschiebst noch da rein. Ne? Aber du wirst halt mit dem Hintergestell runterfallen, das wird sein. Aber jedes Mal, wenn es. Ah, schau, na, er hat ihn umgebracht. Bravo! Gut gemacht! Gut gemacht!
anfangen, gell? Nein, ja, das geht sich jetzt aus. Jetzt kannst du auch rumfahren. Schön aufgelenkert bleiben. Da weißt du, wie er hinten ein bisschen irgendwo hängen bleibt, schiebst du das vor, dann stellst du sofort runter. Und wenn du jetzt aber gerade gehängt hast, auch noch, gell? Dann hast du halt. Ah, jetzt geht's ja aus, schau. Super, Gas. Ja, geht schon. Nein, ich wollte sowieso da rauffahren. Das ist der Jens, ich kriege schon wieder nasse Augen. Den hat es taugt da, das sage ich dir halt. Gell? Den hat es taugt da. Überhaupt, das Ganze alles um und umher. Gell? Der war sowas von begeistert. Und er will nächstes Jahr unbedingt wiederkommen. Da rechts auf, ich bin gerade frei aufgefahren. Ja, sehr. Ja, das, nein, das ist kein Problem. Das ist kein Problem da, ne?
La Purzela. Danke. Also ich muss mein Auto kurz aus dem Bild nehmen, gell? Schönes Auto hast. Aber ich glaube, da will ich auch nicht umgekommen. Da will ich genauso wenig umgekommen wie du. Okay. Warte, ich stell gleich auf, gell? Ja. Ah, jetzt brauche ich nicht aufstellen. So gehört das. So gehört das. Aber weißt du, das einmal geht's halt nicht, gell? Ist eh normal. Da ist das Wort drin gewesen. Nein! Mach keinen Scheiß! Mach keinen Scheiß! Was machst du mit Scheiß? Ich hab schon gewusst, warum ich zurückfahre. Was ich nämlich schon mal probieren wollte, da muss ich glaube ich auf die andere Seite. Aber ob das geht, ist halt auch eine andere Frage. Aber gut, wenn du das nicht probierst, weißt du das nicht, gell? Haben wir so schön gesagt immer, wenn du das nicht probierst, weißt du das nicht.
Das glaube ich. Das wird so nicht. Das war auch ein Bild, gell? Was? Ich schneide meine Videos so nichts, gell? Ich dürfte es sowieso nicht ausschneiden. Hä? Ich dürfte es sowieso nicht ausschneiden. Da wird nichts ausgeschnitten, sowieso nicht. Das Schneiden tun nur die, die sich schauen, wenn sie einmal umfallen, gell? Aber unsere Zuseher sollen ja Fahrfehler auch sehen, ne? Und ich habe ja genug davon, ne? Warte, schnell ausblenden. Dankeschön. Jawohl. Geht ja. Halt. Jetzt schon, komm noch mal. Gut, dass es nicht hergefallen, gell, wenn er wieder auf die Radl kommt. Das ist gut eingebaut, ja. Jetzt ein bisschen eine Harakiri-Aktion da, glaube ich. Aber jetzt sehe ich vor mit dem TV-Stein wahrscheinlich. Komm, komm Baby. Jawohl. Also bis daher da einmal, ne? Okay. Aber das war schon mal gut. Quer um, nicht zurück auf. Ich sehe. Nein, von oben quer um. Was gesehen? Fahr zurück noch weiter, Ha, und jetzt hagelst du, genau, mit der linken Seite hagelst du rein und jetzt gerade um. Ah ja. Warte, ich fahre unten gleich einmal weg. Ich hab's gewusst, dass das gut ist.
Aber eins muss ich schon sagen, man kann es schon sehr lange ausreizen, bis er herfällt. Gell? Also da. Also jetzt ist er einiges stabiler wie früher. Ja, gerade umgefahren. Ja, Gott. Ist der Depp, ich habe es 10 cm weiter geschafft, als ich stolz, dass ich bin. Halleluja. Aber war schon, das ist geil da, gell? Sag ich mal, so ein großer Fehler ist das nicht, dass er ein bisschen ruht, gell? Ich meine, du musst das halt nur checken, ne? Ja, das ist klar. Das ist kein Aufwand. Ja. So, weißt du, mit der Fusion kannst du nicht so dosieren, dass sie sich sowieso alle mal ein bisschen mitraten. Ne? Und du sagst, du hast die Blauen drin? Jetzt schaut es besser aus. Jetzt schaut es besser aus. Liebste Sache. Ja, das ist, weil du mit deinen Kleinen so viel Löcher reingekommen hast da. Ja, hier sicher, da schau her einmal. Jetzt. Oder nicht sein, hey.